Der Wald in Deutschland, unsere grüne Lunge, ist krank. Drei Dürrejahre, Stürme, Brände, Kalamitäten wie Insekten- und Pilzbefall haben ihre Spuren hinterlassen. Erforderlich wären Räumung, Neuanpflanzung, Bewässerung und vieles mehr. Aber damit sind inzwischen die mehr als 2 Millionen privaten Waldeigentümer in Deutschland überfordert. Denn alles das kostet, sie haben keinerlei Einnahmen, da der Holzmarkt zusammengebrochen ist. Deshalb haben wir uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion dafür eingesetzt, dass es ein Rettungspaket Wald im aktuellen Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramm gibt. 700 Millionen Euro für investive Maßnahmen wie Betriebsmittel, Digitalisierung, aber ein ganz großer Brocken auch für die Bewirtschaftung der Fläche. Damit wollen wir den Waldeigentümern helfen.